Zack. Ja, stopp. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Wir sind wieder im Frankensteins Villa. Ich war schon mal hier in irgendeiner anderen Folge. Aber die Quest ist nun mal eine Quest, da müssen wir sie machen. Wir waren auf jeden Fall schon mal hier, ja. Weil ich merke mir nämlich nicht, in welchen Gebäuden es schon war, wenn ich den Namen lese. Da ist ein Geier, Achtung. Mhm. Boah, ein Geier. Kommt Zwergel hoch, der kurzbeinige Bruchpilot. Das hier ein Seil? Ja, aber das funktioniert nicht. Warum nicht? Ja, zu einfach. Warum funktioniert das Seil nicht? Sehr enttäuscht bist du. Eine andere Frage, wenn die brennen, warum brennt eigentlich dann hier der Dachstuhl nicht ab? Weil das Spiel das noch nicht kann. Ja, lass die Frage besser mal unbeantwortet zurzeit. Du wolltest ja nur mal fragen. Das müssen wir eigentlich machen, nur säubern, okay. Na dann. Leeres Waffenteil. Ist hier noch was drin? Alles weg mit. Achtung, nicht zu weit runter. Da kommen, das sind Gegner. Möchten uns haben. Gerne haben. Können uns gerne haben, ja. Die möchten uns gerne haben. Absehen. Bring ich mal auf die Matratze. Übrigens kriegst du dann keinen Fallschaden, ja. Das ist so programmiert. Das ist die Logik, ja. Kampfanzug oben. Heuballen übrigens auch nicht. Noch kein Versteck gefunden. Ist das frech oder frech oder was? Das ist echt frech von den Fun-Pimps. Mhm. Sonst verstecken die doch in jeder Scheißwand Tonnen von Zeug. So, Andi, da ist wieder ein Geier. Oder haben die Verstecke besser getan? Na, der ist unten. Ja. Oh, ich auch. Na ja, dann kann ich ihn erholen. Du musst nicht darunter gehen, um zu looten. Ja, witzig. Aber das Gute an der ganzen Sache, ich kann den Roller mal voll machen. Ein Zwergel hat es geschafft, hierher zu kommen und du nicht. Das finde ich bemerkenswert. Und zwar auf den ersten Sprung. Wo ich sonst der absolute Movement-Krippel bin. Ich bin komplett voll.
Dann tu ja, doch gut, was in die Sachen rein. Macht natürlich schon einen Unterschied. Jo. Mal gucken. Boah, wer hat mir denn so viel Munition hier gegeben? 500 Munition. Verballerst du doch in 10 Sekunden. Ach, nicht mal. Er kann das jetzt schneller schießen und schneller nachladen, du weißt doch. Genau. Das ist ja weg innerhalb von ein paar Sekunden. Passt einfach zu wenig Munition. Ne? Eigentlich ist es zu wenig. Eigentlich müssten sie dir noch einen Rucksack geben, ja, wo du zusätzlich zu deinem normalen Inventar noch ein zweites hast und der auch voll ist mit Munition. Genau, oder wie bei den Mischen, überall stehen Munitionskisten, die dir sonst geben. Genau, ansonsten würde ich sagen, so eine fliegende Drohne, die über mir ist, reicht mir. Nein, nein, die noch zusätzlich. Wieso löst man das nicht so wie in Wilden Westen und macht sich einen Patronengurt? Ja, den Patronengurt kann man ja sogar, dann lädt er noch schneller nach. Mit 10.000 Schuss. Nein, ein Patronengurt, so wie in Wilden Westen über die Schultern oder ja, die um die Hüfte. Und die dir einfach zusätzliche Slots nur für Munition bringen. Vielleicht nicht zusätzliche Slots, aber es dir vielleicht ermöglichen, die Munition mit höher einem höheren Stapel zu ja, genau, höher zu stacken, genau. Genau, das wäre auch eine Idee. Pistolen-Muni oder MP-Muni einsteckt, dann mit, verdoppelt sich's vielleicht von 300 auf 600. Und naja, ich würde das schon eher nur so ein paar Prozente geben, 10% höchstens. Das ist ja sonst so imbar, wird sich ja jeder benutzen. Du kannst ja nur einen ausrüsten. Ja, aber du hättest den ja dann, also würde ja jeder benutzen, würde quasi nichts anderes mehr. Wäre ja dann für alle wichtiger als alles andere. Ja gut, dann würde ich das an eine Rüstung binden. Na, das kommt die ja. Die halt einen Patronengurt zusätzlich mit aufweist, der halt 10% mehr Stack gibt. Oder gibt's so. Ja, also ich finde ja die noch. Idee von Spectre ganz gut mit dem Stack erhöhen. Bin ich ja voll dabei. Aber eben nicht 100%. Das wäre ein bisschen heavy. Ja, nee. Das ist schon heftig, aber... Die Idee an sich ist ganz gut. Dann ja, dann vielleicht eher so 100 mehr bei Pistolen. Bei nein, Millimeter und Andi geht nur weg. Der macht die Tür nicht zu. Hast du doch zugemacht. Ja, weil ich hinter dir stand zufällig. Du wärst aber weggelaufen. Meinst du, ich verlasse mich da nicht auf dich? Nee. Ihr wisst aber schon, dass ich so nicht kämpfen kann, Leute. Ich auch nicht, als Bossüberfahren. Möchtest du auch mal zuhauen? Hier, mach mal. Ist ja schon alles tot. Ja, aber du kannst ja auf Andi schlagen. Ja, ich schlag dann weiter. Weißt du, wie diese Kugeln? Ding, ding. Die so aneinander werfen. Das Holz, Zwergel. Das kannst du mitnehmen. Ich nehme alles mit. Ich bin hier alles am Abbauen, was irgendwie praktischer Natur ist. Zum Beispiel auch dieser Messing-Kerzenständer hier. Gibt zwar nur Eisen, aber egal. Aber Kerzen gibt es. Ja, wenn du die aber kaputt machst, dann solltest du es mich lassen, weil ich habe ja Altstoffsammler gemacht. Achso. Okay. Wäre sinnvoll. Aber den habe ich gerade nicht dabei, deswegen einfach liegen lassen. Weil da kriege ich ein bisschen mehr raus. Das Ding ist, die werden ja sowieso immer wieder resettet bei den Quests. Ja, genau. Alles gut. Von dem her ist das eigentlich völlig Wumpe. So, die Kiste da oben Sachen. Früher war das ja alles ein bisschen anders. Da waren Häuser einmal nicht. Machen die auch Zwerge oder? Sinnlos. Nee, Lars macht die. Der ist ja noch schlechter. Bin nicht schlechter. Level 38. Im Moment bin ich der Imbanub in der Truppe.
wie sich's gehört. Mein Gebäudestadium ist 57. Geht mal auf B und dann auf die vier Balken und dann sagt ihr mir, was da unten steht und dann derjenige macht auf. B. Gebäudestadium 57. Ja, sind wir aber gleich. 43 bei mir hier im Loch. Damit sind wir gleich. Genau. Jetzt kommt es nur noch drauf an, wer Lucky Looter und so vielleicht noch geskillt hat. Nee, das ist, rechnet sich da schon mit rein. Ach so. Heißt, da du ein Level weiter unten bist, mit deinem Lucky Looter bist du am selben Beutestadium, aber es macht dann keinen Unterschied mehr, ob ich es aufmache oder du. Zwergel ist nämlich 28. Wenn er auch 38 wäre, wäre seins besser. Von daher. Achtung, Andi! Der schafft das schon da unten. Mir steht ein Sprung im Weg. Nimm ihn auf und mach ihn weg. Nägel. Es wäre schön, wenn wir ganz kurz hier eine Öffnung frei machen können. Eine Öffnung. Oh je. Ja, hinter dir. Unsere Dinger hier leer machen. Einmal unsere Taschen. Loot stecken. Genau. So. Dann kann ich das kannst gleich ran. Gut, hab's nicht eilig. Oh, eine Baseballmützen-Mod. Ja, die. Ich pack die mal bei mir ins Fahrrad. Die zerschlissenen Schuhe braucht man nicht. Da die Farbe raus. Andi zu uns, dann kannst du es leer machen. So anziehen, Junge. Knickknack. Was? Knickknack? So. Knickknack, Licht im Sack. Knickknack, Andi. Also, geht nach oben? Nee, unten. Wo geht's denn hin? Wo sind wir denn? Wir sind von oben gekommen, Andi. Ja, mal das. Nach unten. Es muss nach unten gehen. Keller ist noch nicht. Da war ich doch dran. Ärmchen ab.
Lohnt es sich hier noch unterzukommen? Ja, klar. Looten abbauen, finden. Du wirst gleich sehen, was da passiert. Töten. Ich weiß, was passiert. Ich war ja hier schon. So. Mit dem Lars. Ja, ja. Wenn der sich daran erinnern würde. Lächerlich. Nun? Hier rein. Nee, hier sind Spinnenweben, da gehe ich nicht rein. Und fliegen. Oh, da ist was aufgestanden. Hinter dir, hinter dir. Die muss die Leichensäcke machen. Hab ich doch. Ne, da liegen noch welche. Ja. Die Leichen auseinandergeflattert. Level up, level up. Papier auch mitnehmen, das ist wichtig für Schrotmunition. Unbedingt. Da oben haben wir noch einen unberührten. Guck mal rein und sag, was los ist. Ah, hier ist gar nichts los. Nur Leichen. Nur Tote. Hey. So, nicht mehr lange habe ich genug. Das Geräusch klingt so wütend, ey. Nur mal so die Frage an euch. Zurück. Meint ihr, ihr schafft es vor 17 Uhr noch wieder in der Base zu sein? Ja. Dass Andi dann noch mal kurz abernten kann. Bevor geht. Oh! Eine Leuchtitante. Was macht das grüne Licht? Es leuchtet grün. Und stinkt. Nach Verwesung. Gut, die ist aber hart. Ne, das ist nicht. Ist der jetzt Kopf voran die Treppe runter? Mhm. Viele, viele Leichis. Die leuchtet immer noch grün. Die leuchtet zurück. In welcher Farbe auch immer. Du kannst sie auch anstrahlen. Oh Gott. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, war bestimmt früher ein Exorzist unterwegs. Das schaut so aus. Oder irgend so eine ziemlich kranke Sekte. Hoppla, das wollte ich eigentlich nicht. Das war die falsche Taste. Gut, dass kein Fernsehfeier gibt. Ich hab einen Mülleimer erschossen. Das ist bestimmt tot. Ach, Scheiße. Eis auf Mülltrennung. Bam! Genau. Weg mit dem Mist. Guck mal, ob du da noch in der Natur Kiste raus mit. In dem Rucksack noch was drin ist für dich. Andi, da ist Munition für dich drin. Mhm.
Noch mehr? Bleibt er bald stehen vor lauter Muni. 600 Schuss bestimmt. So, wir können ja auch machen, das ist gerade gleich. Da ist auch noch was drin. Ist gut. Hab's dabei. Dann kann man rausgehen. Ich wollte mich nur auf Zombisch mit meinem Nachbarn hier unterhalten. Er wirft den alles raus. Das war Papier, das habe ich dabei. Deswegen wirf das raus. Da muss der Zwerg hoch. Dinge, 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 Dinge. Das reicht, kannst raus. Gehst du hoch? Sonst kommt der Zombie und haut dich. Und oben auf den Kopf. Hat sich bedankt fürs freundliche Kopf massieren. So, ab zum Händler. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause. Ne? Wir können ja schon mal anstehen an der Tür, klopfen, vielleicht macht er auf. Genau, Sturm. Klingeln. Wo ist denn mein Fahrrad? Warte, Andi. Stacken. Stopp. Einmal. Zweimal gut ist. Ich bin nass. Du armes Tuff. Na siehst du, passt doch. Ja. Dann können wir dir ein einmaliges Angebot machen. Einfach hochgehen, ernten, alles in deinem Wagen lassen, dann kurz deine Antikiste betiteln und dann kannst du offline gehen. Echt jetzt? Lattenzaun im Weg? Ich überfahre sie. Das klappt nur mit dem Motorrad richtig gut. Ja, aber die stehen immer wieder auf, ja? Ja. Macht das nicht so viel Schaden. Du kannst die umfahren und dann einmal absteigen und... Rucksack. Ist der Kühler nicht. Naja, ich kann ja schon eine ganze Menge mit aufnehmen. Irgendwo kommen wir nicht auf rum. Ich habe 10 Goldruten-Tee mitgebracht. Schieb den an, die schieb ihn weg, schieb ihn. Schieb ihn. Irgendwann komme ich vorwärts. Die Wildbreteintopf und einmal 10 Goldrutentee bleibt in deinem Motorrad, ne? Ja. Gut. Dann ist jetzt nämlich unten soweit alles leer. Gut.
Und ja, auch Andys Bike ist leer. Was ist denn das? Automatische und bockt sich durch irgendwas durch. Brauchst du automatischer Maschinenpistolengeschützturm, Blaupause? Glaube ich nicht. Einen Moment. Ich pack's mal in die Baupläne. Ja, das ist immer gut. Doch. Da ist noch Sperrjäger drin. Kunst des Bergbaus, Stufe 5 ist auch noch drin. Ja, das gönn ich mir gleich, wenn ich hier durch bin. Sperrträger, Band 5, glaube ich. Also. Den habe ich dann bestimmt schon, ne? Ja. Gut, dann lerne ich ihn. Hier schon Bogenschießen, Ranger Band 3, wieder gelesen? Ich habe sonst alles gelesen, nur das Bärbuch nicht. Was ist mit Zwerge? Hast du den schon gelesen, Bogenschießen? Lies doch einfach. Nein. Lass mal Zwerge, weil der schießt mit dem Bogen eher. Naja, deswegen ja. Okay. Hier noch mehr. Jenes. Den Klauenhammer, den muss ich ja nicht mit rumtragen, ja? Den habe ich irgendwann mal. Wo kommt denn der rein? Boah. Werkzeuge, ja? Ja. So. Dinge. Das gebe ich für nichts mal ab. Habe ich eigentlich jetzt Punkte neu gekriegt? Jo. Oh, Ligasmann. So, Jägersmann bin ich auch voll gelevelt. Lars, bist du noch in der Base? Ja, ne? Ich bin hier. Kannst du mal gerade in die Rohstoffkiste gucken und mir verraten, wie viele Plätze mit Kohle belegt sind? Also wie viele Stacks? Keiner. Also 6 Stück haben wir. 6 Stück vorgeplant. Gut. Ja. Naja, genau das wollte ich wissen. Ich dachte mir, dass du das dann wissen wolltest, deswegen habe ich nochmal mich umentschieden. So, soll ich jetzt hier irgendwas abernten? Ja, Mais und Kartoffeln, wenn sie fertig sind. Nur Mais und Kartoffeln. Sind die Pilze auch schon fertig? Pilze sind oben an der Wand, oder wo waren sie? Nee, ja, die sind auch unten jetzt am Garten. Achso, die hast du umgeändert, okay. Nee, Anbau noch. Gut, dann nur noch Mais und Kartoffeln, bitte. Okay. So, die Schmelzen haben jetzt beide einen Amboss drin. Andi? Kannst du dann auch gleich nochmal gucken, weil du jetzt da stehst. Es müssten 20 Mais sein und 40 Kartoffeln oder irgendwie so von den Feldern her. Du hast 4x5 Reihen Mais gemacht, sind 20, ja. Kartoffeln gucke ich danach gleich. Dass du dementsprechend auch gleich nochmal die Samen gleich übercraftest. 132 Mais. 132 Maß, Alter, will leider. Kartoffeln sind 1, 2, 3, 4, 5. Hast du genauso angeordnet, ne? Das ist ja. 5. Ja, dementsprechend auch 20. Nee. Doch, 25. 25 Kartoffeln, hast du 25 gesagt? Weiß ich nicht. 30. 30 Kartoffeln. 30. 30 Kartoffelpflanzen, die ich jetzt abernten tue. Und dann einmal 30 Kartoffelsaat und 20 Mais, bitte. Okay. Und den Rest dann in... Mache ich alles in der Kiste. Vorbereitung, danke. Also ich pack dann alles in die Kiste.
Weil dann kann ich nämlich gleich, wenn ich heimkomme, erstmal schön Essen kochen. Und ansehen. Wir haben auch Penner Zutaten geholt. Sehr gut. So, so. No. 250 verrottetes Fleisch. Nice. Cool, das ist schon wieder Tag geworden. Ja, ganze Nacht hier unten gleich verbracht ohne Zombies. Gleich Händler hier, ne? So, 20 mal meist. In der Saatkiste oben ist vielleicht da noch was drin, ne? Mhm. Was hast du nochmal gesagt? Kartoffeln? Saat? Du hast gesagt, 30 Felder haben wir. 30 Felder haben wir, ja. Dann 30 Kartoffelsaat. Mhm. Die pflanzt aber selber an, ne? Oder? Ja, ja. Das pflanze ich alles selber. Pack alles in die Kiste rein. Mhm. So. Dann sind wir auch mit der Aufnahme durch. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wie ich dann. Okay, ich mache zwar nur 30, aber hab 41 rausgekriegt. Weil du ja beim Abbauen kriegst du ja auch noch welche. Ach so, das habe ich wahrscheinlich nicht gesehen. Na gut, ist auf jeden Fall reichlich da. Insgesamt 37 mal Maissamen und 43 Kartoffelsamen plus die 3 sind wir bei 46 Kartoffelsamen. Alles gut, das reicht auf jeden Fall. Kann ich gleich über alles anbauen. Okay, Mais und Kartoffeln mache ich bei Essen rein. Oh, ich habe einen umwerfenden Effekt auf die Zombies. So, dann muss ich jetzt gleich noch mal gucken, wie ich hier aus dem Loch wieder rauskomme. Lol, da läuft einer wie blöd in den Spikes rum und jammert. Bäh. Und jetzt ist er tot. So. So, ich muss doch mal kurz anders anordnen. Okay. So, Andi jetzt... geht jetzt, okay. Ja, du machst noch ein paar Aufnahmen, Lars, oder machst du jetzt auch Schluss? Ich mache auf jeden Fall noch einen auf jeden Fall noch. So, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Stunde. Wir danken erstmal Youngblood für das Mitmachen und für die Horde und so weiter. Ich danke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder für dich. Ciao. Ich kann noch meine Sachen reparieren.